Holz ist ein sehr widerstandsfähiges Material. Wenn man bei Reinigung und Pflege ein paar Kleinigkeiten beachtet, dann hat man sehr lange Freude dran. Generell gilt beim Reinigen von geöltem Parkett, nie nur mit Wasser reinigen. Immer einen Schuss Holzbodenseife zugeben. Das ist rückfettend und schützt die Oberfläche des Parketts. Je nach Beanspruchung ist aber alle 2 bis 5 Jahre eine Grundreinigung mit entsprechender Pflege dran. Wenn es soweit ist, dann geht ihr in 3 Stufen vor. Los geht's mit Intensivreiniger. Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich mit Produkten der Firma Voca. Ihr nehmt einfach 125 ml Reiniger auf 5 Liter Wasser. Das entfernt Schmutz und wirkt vor allem stark entfettend. Und ihr öffnet damit die Poren des Parketts. Im Anschluss behandelt ihr das Parkett mit Pflegeöl. Dadurch wird das Holz wieder neu gesättigt und vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Aber Achtung, das Holz muss vor der Behandlung mit Pflegeöl komplett durchgetrocknet sein. Sicherheitshalber macht ihr die Pflegeölbehandlung also erst einen Tag später. Das Pflegeöl tragt ihr pur auf. Vorher das Pflegeöl gut schütteln und dann auf den Boden und einmassieren. Und das macht ihr am besten mit einer Poliermaschine. Die verleihen wir euch übrigens kostenlos, unsere Poliermaschine Floorboy. Mit einem passenden Pad auf der Poliermaschine bearbeitet ihr immer kleine Teilflächen. Achtet darauf, dass sich keine Pfützen bilden. 1 Liter Pflegeöl reicht für ca. 30 bis 40 Quadratmeter. Seid ihr damit fertig, wird die komplette Fläche mit einem Ölsaugtuch nachbearbeitet. Es dauert ungefähr eine Woche, bis das Öl komplett ausgehärtet ist. Danach kann der Boden wieder regelmäßig gewischt werden. Wie gesagt, immer mit einem Schuss Holzbodenseife. Diese Grundpflege des Parketts mit Pflegeöl erfolgt übrigens genauso als Erstbehandlung nach der Verlegung des Bodens. Es sei denn, es ist wohnfertig geöltes Parkett. Da entfällt die Grundbehandlung zu Beginn und die Pflege nach einigen Jahren erfolgt auch mit einem anderen Mittel als hier beim geölten Parkett. Warum das so wichtig ist, das zeigen wir euch in einem eigenen Video. Und ach ja, zur Entfernung kleiner Flecken gibt es auch diverse Tipps und Tricks, die zeigen wir euch ebenfalls in einem eigenen Ratgeber.